Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf eines Kartoffelstampfers achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir doch gleich zu unserem Tipp Nummer 1. Hier geht es um das Material des Kartoffelstampfers. Früher wurden die meisten Kartoffelstampfer aus Holz hergestellt. Ein sehr robustes Material, aber leider nicht so langlebig wie Edelstahl. Edelstahl ist heute die Norm, ist hygienisch und robust. Dann gibt es da noch Kartoffelstampfer aus Kunststoff, die sind im billigeren Segment angesiedelt und werden leider mit der Zeit spröde. Dann wären da noch Kartoffelstampfer aus Silikon, auch ein sehr hygienischer und robuster Werkstoff. Kommen wir zu unserer nächsten, zweiten Empfehlung. Der beste Kartoffelstampfer ist immer der, mit dem die Arbeit am leichtesten fällt. Deshalb empfehlen wir Kartoffelstampfer mit einer Feder, da ist der Kraftaufwand viel geringer und durch die Feder wird der Kartoffelbrei hinterher schön luftig. Tipp Nummer 3. Überlegt euch auch, wie groß euer Stampfer sein sollte. Für Großküchen eignet sich ein Modell um die 80 cm, für kleine Küchen genügt aber ein Stampfer um die 27 bis 29 cm. Kommen wir zu unserer nächsten, vierten Empfehlung. Für Kartoffelstampfer gibt es auch praktisches Zubehör, zum Beispiel einen Silikonschaber. Damit lässt sich der Kartoffelstampf einfach und problemlos aus der Schüssel bekommen. Das ist die schnellste und einfachste Variante. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Es gibt Stampfer um die 10 Euro und Stampfer um die 36 Euro. Material und Größe bestimmen hier den Preis. Bedenkt immer, ein guter Stampfer ist aus robustem Material und hat einen ergonomischen Griff. Kommen wir zu unserer nächsten, sechsten Empfehlung. Hier geht es um die Reinigung eures Kartoffelstampfers. Ein Kartoffelstampfer ist sehr einfach zu reinigen. Ihr könnt ihn einfach in den Geschirrspüler tun. Nur bei Metall müsst ihr aufpassen, verwendet einen weichen Schwamm, damit es keine Kratzer gibt. Mehr Infos zum Thema Kartoffelstampfer bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns natürlich extrem freuen.